Hey, hallo, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier angekommen. Hier, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Weg. Oh. Wir gehen erstmal dahin, den Weg weiter entlang. Holen uns die Karte und schauen mal, was es hier zu entdecken gibt. Und ich mache erstmal ein Level ab. Mann. Ach, mein, wieso drücke ich den Q? Stufenaufstieg, jawohl. Ich hätte gerne mehr Stärke. Ja. Dankeschön. So. Jetzt aber. Halli hopp. Da ist das Schloss, aber ich hätte hier ehrlich gesagt mehr Zeug erwartet irgendwie. Na gut. Gucken wir erst. Ach, das ist ein Wildschwein. Okay. Gucken wir erstmal da weiter. Da sind nur Pflanzen. Und Tiere. Okay. Ach, das ist die Karte. Ich habe mich schon gewundert, was das da für eine Säule ist, die da steht. Was zur Hölle? Okay, das nehme ich. Das war ein Warnschuss. Ich wollte schon sagen, das nehme ich mal als Warnschuss. Na. An. Ach du Heilige. Nein, nicht noch so ein Artillerist wie in Dark Souls 3. In der untoten Siedlung. Hui. Nö, okay, ich gehe schon. Mann. Versteck mich lieber hier. Ach du Heilige. Okay. Oh, ich bin im Kampf. Gut. Alter. Ich gehe ja schon. Nachdem ich den Schädel genommen habe. Dankeschön. Meine Güte. Chill doch mal. Kann ich jetzt? Immer noch nicht. Kann ich jetzt bitte? Sag mal. Junge. Als ob der mich das verfolgt. Nicht springen, da ist ein Luftdings. Kann ich jetzt? Dankeschön. Halbinsel der Tränen. Oh. So sieht das Ding also aus. Weiter runter geht es nicht. Die sehen leicht japanisch aus. Halbinsel der Tränen, alles klar. Okay, das ist der Weg. Hier ist irgendwo ein Peng-Peng-Typ. Das ist, glaube ich, ein Minisumpf. Hier ist das Schloss. Eigentlich irgendwie einfach zu verteidigen. Nein, obwohl eher leicht zu belagern, würde ich sagen. Oh, hier ist hier noch so ein Ding? So ein Siegelgefängnis? Okay, erstmal, wir sind von hier gekommen. Okay, dann schaue ich mich rechts weiter um. Das scheint mir sehr
kurz zu sein. Was ist da hinter mir? Ich könnte auch von hier anfangen. Eigentlich, warum nicht? Boing. Hui. Oh. Wir sind auf dem Turm. Okay. Wärmender. Du willst mich doch verarschen. Wärmender Stein. Ich habe zwei davon verbraucht. FP halb kontinuierlich verbündet in der Nähe. Oh, das ist ja cool. Ein mit einer Anrufung der zwei Finger gesegnetes Ruinenfragment. Herstellbar. Oh, verbraucht FP, um Wärme zu erzeugen und kontinuierlich die LP all jener wiederherzustellen, die sich in der Nähe befinden. Es heißt, der Erdenbaum sei einst so warm wie die sanfte Sonne gewesen und habe nach und nach all jene geheilt, die seine Wärme badeten. Okay. Nukleare Kur sozusagen. Hä, Moment, warte mal. Wie sind die hier rein, hier hochgekommen? Hä? Hä? Haben die den Turm hier zugebaut oder was haben die gemacht? Okay, wie sie... Okay, seltsame Struktur. Architektur. Schildkröte. Nein. Why? Warum? Eine Schildkröte. Alter, nein. Was? Hund. Jo. Warte mal. Abwehrbonus. Alter. Aber ich will den nicht verwenden. Ob man da die arme Schildkröte. Barrikadenschild. Okay, jetzt bin ich. Okay. Jetzt bin ich interessiert. Ein Schild aus einem Schildkrötenpanzer. Nein. Weil eine natürliche Krümmung erleichtert das Abwehren von Angriffen. Die Schildkröte ist ein Symbol unermüdlicher Beharrlichkeit und beschleunigt auf diesem Schild die Regel. Und beschleunigt auf diesem Schild die Regeneration eurer Ausdauer. Talent Barrikadenschild, ein von Sir Neidhart entwickeltes Talent. Konzentriert eure Energie in den Schild, um ihn kurz zu härten, sodass er stärkere Schläge ablenkt. Oh, Alter. Der regeneriert Ausdauer? Na, aber hallo. Nein, die arme Schildkröte. Ah, oh, sogar mit Knochen. Okay, was ist der Kartenschild? Oh, cool. Okay. Komm ich hier runter? Ich sehe auch wie eine Schildkröte. Lol. Wenn der immer noch auf mich schießt von da aus, ne? Alter, oh. Du willst mich doch... Ach du Heilige, was ist ein Petterbot? Du willst mich doch verarschen. Okay, ich verschwinde ja schon. Adlerauge. Oh cool. Ey, komm, hör auf. Aber hey, wir haben einen besseren Schild bekommen. Leider ein Schildkrötenschild, aber hey. Macht das wirklich einen Unterschied eigentlich? Ah. Okay. Ich will gerade testen, ob das Schild wirklich schneller Ausdauer regeneriert oder nicht. Ah ja, ich habe vergessen zu googeln, ob dieses Zeichen, was hier... Tatsache! Das Zeichen, was da war, dieses Krähenfuß-Ding, das Richtige war, um
Runen dann zu verwenden. Ne? Nicht, dass das ein anderes Krähenfußzeichen war, was vielleicht die Abwehr erhöht oder so. Ja, cool. Oh, noch so ein Ding. Nice. Noch ein Sternensplitter. Das Ding hat aber so eine Spitze diesmal. Das ist eine Uhr, oder? Ich vermute schon. Okay. Hallo. Gibt's hier noch was? Wo bin ich gerade? Da. Ah. Okay, Challenge accepted. Wow, niemanden erwischt. Außer jetzt. Wie cool. Dankeschön. Wer war da noch? Hallo, der Kampf ist nicht vorbei, Junge. Hier war noch ein weißer Wolf, genau. Oh, Geralt. Weißer Wolf. Geralt, was ist denn das? Beweg dich mal schneller, dankeschön. Wow, perfekt getimt. Ja, nice. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Waren das alle? Scheinbar. Gut. Hey, Bücher. Hey, lesen. Wasser, okay. Mal gucken, was haben wir da. Lektüre. Untersuchen. Such drei weise Bestien. Oh lol, was ist denn das hier? Oridis Turm, ist das ein Portal oder was? Interessant. Okay. Okay. Eine Schildkröte. Oh, wie süß. Was sollte ich nochmal machen? Hoch drei weise Bestien. Oh Gott, bist du niedlich. Muss ich dich hauen? Nein, Schildkröte. Och Mann. Bestien nennt er die Schildkröte. Also, bitte. Die arme Geisterschild. Ein Dingsfurz. Achso.
Ein Gnadenfurz. Was ist denn das da? Was zur Hölle ist das für dunkle Magie? Moment, da muss aber gleich mal der Bekenner auch raus. Moment. Nachdem ich die Quest gemacht habe. Das, was das Buch verlangt, meine ich. Heretika. Heresie. Das ist gegen den Imperator. Nein, das ist mir jetzt so gefährlich. So. Also drei weise Bestien wolltest du, ja? Du Unbuch. Ach, das ist ein Stück Stein, okay. Na, Mensch. Links oder rechts, entscheide dich mal. Drei weise Bestien. Ah. Mann. Und man kann ich nicht ein Schild benutzen? Alter, als ob ich die Schildkröte mit einer Schildkröte verkloppe. Ich bin doch nicht verrückt. Also bekloppt oder bescheuert. Aber warum müssen es Schildkröten sein? Nicht, dass ich dann hier einen Schildkrötengott bekämpfen muss oder so. Ah. Oh. Hallo. Schlummerndes Ei. Die hatte leuchtende Augen und versteckte sich hinter einem Dings Baumstumpf. Ich dachte, die ist was Besonderes. Aber okay, schlummerndes Ei, was gibt's? Nein. Schlummerndes Ei, was gibt's? Das. So, Neues. Aha. Nennt man durch die Jagd auf Eulen. Euleneier, aus denen sie... aus denen nie Junge schlüpfen. Oh. Geschätztes Symbol des erholsamsten Schlafs. Lass mich raten. Betäubung? Oder so? Oh. Wo ist die dritte... weise Kreatur, ja, es ist keine Bestie, wie das Buch es nennt. Und ja, das heißt, ich mag Schildkröten. Und Schädel, aus denen Runen toppen. Das war ein Schädel im Gebüsch. Meine Hufen finden alles. Wo ist die dritte Schildkröte? Wo ist die dritte Schildkröte? Ich weiß aber vor allem auch nicht, wie weit entfernt ich voneinander suchen muss. Achso, das habe ich schon. Also, wie groß der Suchumkreis ist. Ah. Okay. Wo ist die dritte Kröte? Die dritte Schildkröte. Nee, hier war sie nicht. Hier habe ich doch schon geguckt. Oh, nein. Nicht jetzt. Ich gehe mal da hoch. Vielleicht ist die da oben oder so, keine Ahnung.
Ich steig mal ab. Ich steig mal ab. Ja, also. Ach, noch eine Eule. Mit leuchtenden Augen. Habe ich die hier übersehen? Buch teilweise Bestien, weißt du? Zwei Seiten voll, aber nur vier Wörter. Oridystrom, ja, ja, aber. Manno. Aber wo? Schildkröte 1, Schildkröte 2. Jetzt mal, die dritte ist vielleicht auch hier irgendwo in der Nähe. Und versteckt sich irgendwo im Gebüsch. Wenn ich die übersehe, schreibt es mir in die Kommentare. Warte, sagt, wo ist die auf dem Turm? Ich guck mal vielleicht von da unten. Was zur Hölle? Ist das doch ein Nazgul? Okay. Ich weiß nicht, ob ich da runterkomme oder ob ich sterbe. Okay, scheinbar nein. Hier ist keine dritte Schildkröte. Okay, hätte ja sein können. So als kleiner Tipp. Wegen dem Schildkrötenpanzer, aber nein. Nix. Ich weiß nicht, ist die hier im Wasser vielleicht? Ah, Tatsache. Yo. 777. Okay. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Aufgehoben. Ja, schön. Okay, das war interessant. Die eine war auf dem Weg, die dritte versteckte sich, die zweite versteckte sich im Gebüsch und die dritte war unsichtbar auf dem Wasser. Oh. Art, also Kunst. Oh, Lektüre. Hier, noch mehr Bücher. Lesen. Technology. Okay. Ich will hier nichts abfackeln, ich will nur gucken. Okay. Ist die eine Person oder ist das ein Grab? Na gut, hier sind Lampen, also Kerzen angezündet, das vermute ich mal, ist hier. Okay. Ist hier jemand Lebendiges, meine ich. Wow. Ey, wenn der Typ mich von da aus trifft, ne? Oh. Okay. Alter. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Der belüftet hier. Oh. Speicherstein. Oh, okay. War das ein Amulett? Das sah aus. Nein?
Medaillon meine ich. Talisman, genau. Speicherstein? Ist das ein Questgegenstand? Erhöht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Warte mal. Erhöht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Was für Speicherplätze? Ein schwarzer bezaubernder Stein, hochgeschätzt von Zauberern, die sie erschaffen. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Angeblich ein Fragment des schwarzen Monds, der einst über der ewigen Sonne thronte. Okay. Na gut, kann ich nicht nutzen oder so. Ich kann aber davon interessanterweise nur 8 tragen. Okay. Schlüsselobjekte. Da. Ah, kann ich aber nicht verwenden. Oh, ja. Oh, ich habe einen dritten Zauber bekommen. Das ist ein Passivding. Das heißt, ich kann maximal 8 Zauber oder so tragen. Oh, das ist ja cool. Okay. Das ist ja cool. Aber wirklich. Nice. Ajob. Ich habe nur 2 Zauber, oder? Ich habe nur 2, genau. Ach, geil, ich kann jetzt 3 tragen. Okay. Folgendes. Heresie. Jetzt wird es lustig. Vor allem mit dem Morgenstern. Religion. Okay. Aha, voll Roffel, voll lustig. Okay. Wölfe. Es gibt Arbeit. Oh, ein Vampir. Ich kann mal erstmal gehen so. Au. Ach du Kacke. Mann. Ach du Heilige. Was ist das für verbotene Kunst? Noch einer. Da sind ja noch 3 oder so. Noch 2, okay. Ich nehme erstmal den großen. Hey, guck mal. Wow. Och Mann. Oh, Gravitationssteinfächer. Wer hat den gedroppt? Boah, ja, cool. Ja. Heresie wurde zunichte gemacht. Oh. Warte mal, sind das Waffen oder sind das Items? Oh, das sind Items scheinbar. Oh, ich habe mich schon gefreut auf neues Spielzeug. Verbraucht FP, erzeugt einen Fächer. Oh, erzeugt eine fächerförmige Gravitationsschockwelle. Die Dinger, die Leute da benutzt haben. Okay.
Ein Felsfragment, das nach einem Meteoriteneinschlag gefunden wurde. Boah, sieht das voll cool aus. Erfüllt von einer besonders bedeutsamen Magie. Man braucht FP, um eine Gravitationsschockwelle zu erzeugen. Die verzweifelten Seelen, die nach diesen Fragmenten suchen, nennen sich selbst Sternenrufer. Ah, das waren Archäologen und keine Heretiker. Ah. Das sind keine Gräber, die sie ausheben, das sind... Oh. Oh, das sind Einschlaglöcher, wie es scheint. Oh, ups. Ja, da gab es wohl ein kleines Missverständnis. Aber naja, lieber sicher gehen als... als sorry zu werden oder so. Ne? Okay. Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Ich heiße Lars und komme vom Mars. Und bei uns ist das ganz andersrum. Okay. Na gut, das waren die dann. Und war's das dann hier? Scheint so. Halt, da geht's noch irgendwo hin. Ich sehe nervige Dinger. Och Mann. Jawohl. Na. Dankeschön. Kopf der großen Libelle. Lecker. Na, geh runter. Hallo? X? X? Seltsam. Hep. Yes. Ach du Heilige, wie das Ding aussieht. Ihr könnt einen Screenshot machen, wenn ihr wollt, oder was macht. Hier so. Falls es euch interessiert. So, hier, bitteschön. Huch. Ich kann ja da hoch. Oh. Alles klar. Diese Statue zeigt vermutlich dahin. Dann gehe ich da noch nicht hin. Ich will erstmal diese Statue da triggern und lesen, was da dran steht. Ah, noch eine Blume. Nice. Halt. Ein Blitz. So, dann hoch zur Statue. Ach man. Nee. Sehen aus wie Minenkrater irgendwie. So. Genau dahin. Genau, da ist die Statue. Das war doch die. Genau, das war die. Die dahin gezeigt hat. Okay, das war's. Keine shiny steini? Oh. Leider keine shiny steini. Na gut. Oh. Ah, Mensch. Dankeschön.
das? Ah, ein Stuhl. Ah, Herber. Hier. Nice. Guten Tag. Steinschwertschlüssel. Jetzt habe ich schon drei. Oder? Was habe ich denn? Drei, jawohl. Ich könnte ja, wenn ich hiermit fertig bin mit dieser Insel, könnte ich ja zurück hier hingehen. In diese Dingsbums. Ah. Hä? Ah, nee, okay. Hier hingehen, wo hier dieses Ding war, diese magische Wand, wo man Steinschwertschlüssel brauchte. Wisst ihr noch? Ah ja, und noch was. Wenn ihr nicht gerade sitzt, werdet ihr so aussehen. Mit geradem Rücken, meine ich. Also immer schon gerade sitzen. Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Okay, jetzt siehst du aus wie ein Dementor, der versucht, Harry Potter auszusaugen. Hallo, geh. Ah. Gehen wir doch mal dahin. Guck mal. Wird meine E-Taste hier langsam schwach oder warum? Drei Pilze gleich. Oh. Nice. Na. Ach, Manu. Na, hallo. Na also. Miep, miep. Platz da. Was zur Hölle? Mistvieh. Ja, obwohl ich saß da nur und hat niemandem was getan. Jetzt bin ich eigentlich der Aggressor, aber egal. So, hallo. Boing. Hello, is somebody home? Ich bin die Inquisition. Hello. Katakomben des Pfählers. Das klingt verdächtig nach einem Vampiren. Oder nach Vlad, dem Fehler. Ich setz mich mal hin. So, habe ich... Nein, habe ich nicht. Okay. 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 Ich glaube, bevor ich da runter weitergehe. Kann ich keine Karte öffnen? Okay, dann gehe ich mal hier weiter runter. Wir haben ja erst eine halbe Stunde. Wow. Jetzt kann ich die Karte öffnen. Ja, einfach nur Katakomben des Pfählers. Ich vermute, man hier schläft irgendwo jemand, der seine Feinde irgendwie aufgespießt hat oder so. Lass mich raten, lässt sich nicht öffnen. Nein, von einem Gerät versperrt. Natürlich. Da ist doch eine Dings. Ich sehe es doch. Nein, keine. Achso, das war dann scheinbar keine Falle. Gerätplatte, meine ich. Ach, du kleine Dreckigen. Die haben was Neues gelernt. Oh.
nee, 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 nee. Du kommst zu mir. Ich weiß nicht, wohin du mich dahin führst. Aha. Ein Hoch auf die Wurfmesser. Aha, es sind mehrere. Oh. Hehe. You are dead. Gespaltene Sichel. Oh. Dankeschön. Hallo? Maus? Maus? Ich muss auf das Bild klicken. Interessant. Gespaltene Sichel ist eine Axt. Löst Blutverlust aus. Ha, Schnellschritt, okay. Eine seltsame Handaxt der Wichte. Das geschwungene Gabelblatt ist auch als Wichtzunge bekannt und verursacht Blutungen. Talent, Schnellschritt. Ein Talent für geschickte und flinke Krieger. Führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Klingt praktisch. Aha. Niemand? Niemand. Okay. Darf ich bitteschön? Dankeschön. Okay, ich gehe mal geradeaus. Mhm. So. Okay, zwei Gräbertallinien. Dankeschön, wer auch immer hier liegt. Ist das ein Bossraum? Oh mein Gott, warte mal, wo geht's hier weiter? Da oben ist eine Blume? Hä, warte, hä? Warte mal. Moment. Was ist das? Achso. Warte mal. Wo geht's jetzt? Ach du Heilige. Was sind das für Gräber? Gruselig. Wo geht's hier weiter? Sag bloß, ich muss da hochrennen. Oh mein Gott. Okay. Okay, wer baut denn sowas überhaupt? Das sieht aus wie bei Indiana Jones, ne? Was?
Was? Moment. Was? Was? Hä? Moment. Ein Glühstein. Kann ich den schmeißen? Wenn ja, wie weit? Aber irgendwo hierhin muss ich doch. Alles klar. Aber wo muss ich denn hier hin? Dass mich das nicht getötet hat, ist ein Wunder. Hä, wo muss ich hin? Ist hier wirklich nichts mehr? Hallo? Oh oh. Okay. Interessant. Wird doch ein Mechanismus, ich bin doch nicht blöd. Oh, war da vielleicht irgendwo in der Falle dort? Das kann sein. Ups. Schaden genommen? Okay, das hat jetzt nicht funktioniert aus irgendeinem Grund.
Hier ist nichts. Ich habe schon vergessen. Aber wohin? Wohin muss ich? Hier was übersehen? Bin ich blind oder so? Hier nix. Hä? Ja, ich bin etwas verloren. Wo ist hier der Hebel? Also jetzt mal wirklich, ich hab nichts gesehen. Hä? Ein Gerät gesperrt. Auf was für ein Gerät? Hä? Hä? Moment mal. Was ist das dort oben? Moment. Kann ich da irgendwie hoch? Gerade ein bisschen verwirrt. Okay, folgendes. Just for fun. Ich mach mal 5.
Okay. Oder 10 scheinbar. Test. Oh. Lol, wie das auffällt. Das hält ja voll auf. Ich sehe noch immer nichts, was... Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Nein, keine Illusion. Hätte ja sein können. Warte mal. Au. Au. Noch eine Idee. Au. Aber hier ist halt nichts. Runterspringen. Oh, warte mal, das kann sein. Aber ich glaube, bevor ich das versuche, mache ich erstmal Schluss für heute. Ich meine, 58 Minuten. Ich habe heute schon eine Menge aufgenommen. Ich glaube, das reicht dann für diese Session. Okay. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Genießt die schöne, atmosphärische, dunkle Treppe. Mysteriös.